Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute möchten wir ein philosophisches Thema angehen, in der Möchtegern-Form, nämlich über ein Gesundheitswesen zu diskutieren, was dringend revidiert werden sollte, müsste, dürfte, könnte. Und weil wir heute aus verschiedensten Fachrichtungen so vieles wunderbares Wissen schon haben, nicht nur aus der Naturmedizin, sondern eben auch aus der Schulmedizin und dies alles so zusammenbringen zu einem neuen System, das möchte ich heute mit einem Professor diskutieren, der sich da damit auch schon geistig und auch mit vielen Büchern und mit Informationen und mit seinen Patienten damit auseinandergesetzt hat. Es ist der Professor Dr. Alexander Rondek. Ganz herzlich willkommen bei uns. Herzlichen Dank. Ich habe extra ein bisschen das philosophische Sichtweise hingestellt, darüber zu philosophieren. Mhm. Ich hoffe sehr, dass es irgendwann auch kommt. Mhm. Dein Kollege, der Professor Urs Gruber, hat mir mal Folgendes gesagt. Es steht auf den Traktanden der WHO, die Rosinen der Naturheilkunde oder auch die Dinge, die man sich nicht erklären kann, in eine sogenannte Eine-Welt-Medizin zu integrieren. Mhm. Da hat mein Herz gehüpft. Vor lauter Freude. Ich hoffe, dass das nicht nur steht, sondern auch gemacht wird. Ja, und du aus der Sichtweise der Komplementärmedizin hast natürlich eine ganz andere Sichtweise auf die Medizin. Was erwünschst du dir oder was hast du für Hoffnungen für einen Wandel? Ja, also ich denke, dass es das System erstmal ist, was eine wirkliche Genesung und eine Heilung für die Patienten erschwert. Ich sage jetzt nicht unmöglich macht, weil es gibt natürlich leichte Verletzungen, Erkrankungen, da ist es nicht so gefragt. Aber wir haben ja eine deutliche Zunahme an Patienten, die komplexere Erkrankungen haben. Man muss sich natürlich die Frage stellen, wie kommt es? Ist jetzt unsere Umwelt so schlecht, so viel schlechter geworden als vor 80, 90 Jahren oder so? Oder vor dem Mittelalter, ja, dass es den Patienten so viel schlechter geht oder dass es komplexer geworden ist? Nee, das ist es eigentlich nicht, sondern aus meiner Sicht ist es eher so, dass wir verleitet wurden aufgrund von Vorgaben, dann ist es eigentlich ein Systemproblem, Patienten so schnell wie möglich gesund zu machen, / beschwerdefrei zu machen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Knackpunkt. Der Fokus liegt in unserer Therapie leider viel, viel zu häufig, Beschwerden zu beseitigen, als sich die Frage zu stellen, warum ist es überhaupt zu dieser Beschwerde gekommen? Was ist es? Weil Beschwerden sind ja nur ein Hinweis, eine Äußerung des Körpers oder des Geistes oder des Gehirns, dass irgendwas nicht stimmt. Die Wirkung einer Ursache. Genau. Und wir haben nicht mehr die Möglichkeit, und besonders nicht mehr die Zeit, sich hinzusetzen und den Patienten erzählen zu lassen. Bei meinem Patienten ist es so, ich sage denen immer gleich, erzählen Sie einfach mal. Ja, mit was soll ich anfangen? Ist egal, das, was Sie am meisten bedenken und wann das Ganze, aber erzählen Sie einfach, ich sortiere mir das schon. Und wenn die fertig sind, fange ich erst mit meinen Fragen an. Warum? Weil ich in dieser Zeit, und diese Zeit ist nicht 2 Minuten, die ist auch keine 8 Minuten, sondern im Durchschnitt will ich jetzt mal schätzen, zwischen 10 und 15 Minuten, nur dass Sie erzählen erstmal, was Sie alles bedrückt, bewegt. Und ich sage immer, mich interessiert alles. Ich bin unglaublich neugierig, erzählen Sie mir alles. Völlig keine Hemmung, kein Aussortieren, das ist wichtig. So viel. Ich meine, ich habe eine Studie gerade gelesen, wie lange durchschnittlich ein Patient reden darf, bis ihn der Arzt unterbricht. Ja. Weißt du die Zahl? Also ich weiß nur, dass bei uns in Deutschland zwischen 8 und 10 Minuten liegt die durchschnittliche Behandlungszeit. Also da ist schon Gespräch, Untersuchung, alles mit drin. Ja, das war's nach? Nach 40 Sekunden. Okay. Ja gut, ne. Ich unterbreche vielleicht, dass ich sage, Sie können mir alles erzählen. Ne? Aber dann dürfen Sie erzählen. Ja, ja. Gut, also das Zuhören ist mal sehr wichtig, um sich einzuschwingen auf den Patienten und zu hören, wo die Probleme sein könnten. Ne? Genau, weil es ploppen ja unterschiedliche Themen dann auf. Und dann sage ich, okay, gut. Und jetzt versuche ich für mich Zusammenhänge oder man könnte es auch sagen, so Schnüre zu finden, was mit wem zusammenhängt und dementsprechend frage ich dann natürlich auch dann in die Tiefe, wann ist das denn gekommen oder in welchem Zusammenhang haben Sie denn das erste Mal das festgestellt? Und das gibt mir natürlich auf einmal eine Information, wie ist das gestartet? Gibt es irgendwas Ursächliches oder hat sich das so entwickelt? Und ich frage auch, was ist in der Zwischenzeit passiert, dass es schlechter geworden ist? Ich frage auch, was hat es verbessert? Und was
können Sie vielleicht jetzt machen, dass es provozierbar ist? Können Sie irgendwas? Und dann sagen die, ja, wenn ich das und das und das mache, das gilt für Schmerzen genauso wie für Stresssituationen, dann wenn der Chef anruft, wenn ich schon die Nummer sehe, geht bei mir schon das Herz hoch. Ja, weiß ich schon, habe ich schon ganz, ganz viel über Reaktionen, bestimmte Muster kennengelernt. Und dann weiß ich auch schon, fange ich an zu sortieren, okay, was interessiert mich jetzt weiter und was müssen wir dann vielleicht auch nochmal untersuchen. Mhm. Ja? Aber bleiben wir nochmals beim Reden. Ich behaupte jetzt mal, dass jeder Arzt genau das machen möchte mit seinen Patienten, weil er den Drang nach wahrer Heilung und Erkennen der Ursachen in sich drin trägt. Seine Ausbildung war lange genug, er will wirklich dienen. Ja. Aber das Problem ist ja eigentlich das System dahinter, dass es dem Arzt nicht ermöglicht. Ja. Wer hat denn dieses System überhaupt so weit kommen lassen, dass der Arzt nicht mehr die Zeit hat, mit deinem Patienten zu reden? Wer hat denn das befohlen, entschieden? Wieso steht das? Warum fällt das nicht in sich zusammen? Die Schwierigkeit besteht darin, also es gibt da auch sehr interessante Studien, warum haben zum Beispiel Ärzte, generell medizinische oder auch soziale Berufe, so eine schlechte Lobby? Es ist ganz einfach, wenn ich in der Praxis bin und mich 8 Stunden nur um die Gesundheit eines Menschen, der vor mir sitzt, kümmere ich mich von der Konditionierung her, also von dem, was tagtäglich läuft, nicht so sehr um meine Belange. Es geht nicht um mich. Und darum haben wir, das ist meiner Ansicht nach auch bestätigt, keine starke Lobby. Also Lobby, dass die Ärzte auf den Tisch hauen und sagen, egal ob jetzt Krankenhaus oder niedergelassen, es gilt für alle Bereiche, es gilt für alle Pflegeberufe, es gilt für Physiotherapeuten genauso. Die Zeiten werden verkürzt, man kriegt immer weniger, das ist jetzt die finanzielle Sache, aber die Zeiten werden verkürzt, die vorgegeben werden von den Krankenkassen, es reichen jetzt auch noch 20 Minuten. Und ganz ehrlich, es ist kein Wunder, wenn die Zeit bei einem Physiotherapeuten zu kurz ist oder bei einem Arzt, dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass die Beschwerden dauerhaft nicht weggehen. Das ist einfach nicht mehr machbar. Ich kann auch nicht mein Auto in die Werkstatt fahren und sage, so, der Motor spinnt, es geht gar nichts mehr, er springt nicht mehr an, aber der Deckel bleibt bitte zu. Ja, gell? In 10 Minuten gehe ich wieder. Genau, und ich komme in 5 Minuten, ich sage noch kurz Bescheid, 5 Minuten, habt ihr Zeit, aber ihr macht den Deckel bitte nicht auf. Ja? Dann sagen die auch, ja, Entschuldigung, Herr Rondek, ich dachte, Sie wollten, dass Ihr Auto rüber wird. Ja, aber der Deckel bleibt zu. So ein schönes Beispiel, oder? Und das ist so schade, weil... Aber es sind doch intellektuelle Leute da, überall in diesen Systemen, die das gemacht haben. Dann muss doch das auch klar sein. Ich kann's, diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Also, ja. Müsste. Aber warum? Warum, das kann ich nicht. Ich kann nur... Es fällt unglaublich schwer, dass die medizinischen Berufe, das gilt auch für Apotheker, das ist das Gleiche in Grün. Man kriegt Vorgaben und man hat ja keinen Einfluss drauf. Ist ja nicht so, dass die Ärzteschaft dann sagen kann, nee, Moment, so ist es nicht, sondern nee, das sind jetzt die Vorgaben. Die Punkte werden so und so festgesetzt. Also es sind immer Vorgaben, die gemacht werden und man sagt dann als Arzt, ja, okay, gut, ich kriege das schon irgendwie hin, ich versuche das schon irgendwie. Und das macht natürlich auf Seiten des Arztes eine unglaubliche Unzufriedenheit, besonders nicht, wenn man es ein halbes Jahr macht oder wenn man es ein Jahr macht, sondern wenn man das 10, 20, 30, 40 Jahre macht und dann sagt, was ist da los? Ich habe zu keinem Zeitpunkt wirklich die Medizin gemacht, die ich gerne machen möchte, aber nicht, weil ich es für mein Ego brauche, sondern weil ich das gewählt habe für meinen Patienten. Ich habe nicht das Gefühl, ich fahre am Abend nach Hause, also sagen Kollegen, und ich kann guten Gewissens sagen, Großteil meiner Patienten habe ich so behandelt, dass ich richtig glücklich bin. Und sage, nee, das habe ich komplett alles abgedeckt. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich hatte genügend Zeit, das ist die Zeit, genügend Zeit gehabt, mich dem Einzelnen zu widmen. Sondern man fährt nach Hause und denkt sich, okay, was für ein Mist, und morgen wieder die gleiche Mühle. Und wie soll man das machen? Und das ist unglaublich schade. Und dann sind natürlich die Patienten, die dann nur 8 Minuten dran sind, sagen auch, super. Der hat mich kaum aussprechen lassen. Ich habe meine 3 Sätze sagen können. Dann hat er mir was verschrieben, wenn ich Glück habe. Dann hat er mich untersucht. Und dann ist natürlich die Unzufriedenheit auch beim Patienten. Das verstehe ich auch. Und ich muss auch immer meinen Kollegen in Schutz nehmen. Ich muss sagen, das hat nichts damit zu tun, dass die ein Desinteresse haben. Sondern das ist vielleicht eine Kombination aus schon ein bisschen frustriert zu sein, ja, vielleicht auch ein bisschen resigniert und besonders diesem System, wo er so eingesperrt ist, dass er keine Möglichkeit hat, da richtig auszubrechen. Und das ist natürlich was unbedingt geändert werden muss, weil sonst laufen wir einfach
in Beschwerden, in Krankheiten rein, die wir so nur immer mit Beschwerdebeseitigung nie in den Griff kriegen. Und die Kosten, die werden um ein Zigfaches höher sein, weil ich mich ja nie um die Ursachen bemühe. Und besonders nicht die Ursachen am Anfang, wo es ja noch kostengünstig ist und nicht am Ende, wo es riesige Therapiekosten auf die Krankenkasse zukommt. Und jetzt kommt natürlich sofort immer die ganzen Verschwörerkreise, wo natürlich sagen, na, das ist natürlich cool, wir müssen Krankheiten fördern, damit es am Schluss wirklich teuer wird, wo dann wieder alles wieder finanziert wird. Aber das ist für mich einfach irgendwie nicht logisch. Ich erinnere mich an ein Zitat eines ehemaligen deutschen Staatsoberhauptes, der hat gesagt, das Leid der Menschen kann nicht der Vorteil einer ganzen Industrie sein. Mhm. Und da muss ich ja auch sagen, eigentlich ist es ein Witz, dass ein Arzt am Leid seines Patienten verdient. Mhm. Die Ärzte müssten eigentlich von einer Art Steuer bezahlt werden, meines Erachtens. Die haben alle, sollten noch ihren Lohn haben, zack, und sind für die Volksgesundheit verantwortlich. Mhm. Unabhängig, ohne Interessenskonflikte jetzt irgendwelche Umsätze machen zu müssen. Das wird auch in der Schweiz jetzt gerade heiß diskutiert, dass Chefärzte in Spitälern Vorgaben haben, wie viel Budget und wie viel, was für Ziele und Auslastung sie erreichen müssten. Verstehe ich ja aus der Privatwirtschaft heraus. Ja. Aber nicht zugunsten des Leids eines Patienten. Das irgendwie beißt sich das, oder? Es passt halt nicht zusammen. Jetzt nehme ich wirklich das Gesundheitssystem, wo es um Gesundheit, also nicht um Krankheit, ich sage jetzt nicht Krankheitssystem, das Gesundheitssystem passt von seiner Idee, von seiner Aufgabe in vielen Bereichen nicht zusammen mit einem Wirtschaftssystem. Weil Wirtschaft ist da eigentlich davon, geht davon aus, zu profitieren oder, jetzt formuliere ich es mal ganz, ganz positiv, die Einnahmen so hauszuhalten, dass die das abdecken. Wobei wir auch bei den Krankenkassen, auch bei den gesetzlichen Krankenkassen, bei vielen einen deutlichen Überschuss haben. Die sagen, ja, wir halten das mal sicherheitshalber im Hintergrund, vielleicht brauchen wir das. Das hilft den Patienten, die akut krank sind, chronisch krank oder eine längere Erkrankung, hilft es überhaupt keinen Meter weiter. Die sagen, er soll jetzt warten, bis irgendwann mal hier Gelder fließen oder bis der Arzt mal genügend Zeit hat, um mir wirklich beide Knie anzuschauen und ich sage, ja, wir haben heute leider nur Zeit für das rechte Knie, weil das linke Knie, da müssen wir separat nochmal und ein Röntgenbild und ich habe nur selber ein Budget und darf nur so und so viel. Das kann es nicht sein. Und man müsste das wirklich loslösen. In China gab es das auch mal. Die Idee ist gut, sagen wir mal so bei uns in Deutschland, glaube ich, schwer umzusetzen. Da sind die Ärzte bezahlt worden, anhand der, die haben eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gekriegt, also ein Dorf zum Beispiel, und wie gut es denen ging, also wie gesund die waren. Also der Arzt als Präventivmediziner, tolle Sache, ja, zu verhindern, dass es überhaupt zu einer Erkrankung kommt. Das ist eine wichtige Sache. Prävention ist bei uns, wird zwar auf die Fahne immer groß geschrieben, effektiv haben wir gar keine Möglichkeit, groß richtige Prävention schon vorher, bevor überhaupt was kommt, was zu machen. Ja, das machen wir ja jetzt mit der programmierten Impfung zum Beispiel. Das ist ja so ein Vorgehen, um allenfalls Prävention was zu betreiben. Ja, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Genau. Es geht ja um viel, viel mehr. Und das ist aber kein Thema. Mhm. So, jetzt nochmal kurz zu der chinesischen Variante, nenne ich mal so. Wenn wir als Ärzte oder Therapeuten entlohnt werden, wie gesund meine umschriebene Bevölkerung ist, dann bin ich aber abhängig davon, ob der jetzt zum Beispiel Paragliden macht, dreimal im Jahr abstürzt, Skifährt und. Das ist natürlich wieder schwer auseinander. Darum ist die Idee ist richtig, ist gut, aber diese Umsetzung ist schwierig. Darum müssen wir davon loskommen. Eigentlich müssten wir es so trennen, Gesundheitssystem, und wir haben Menschen und Berufe, die nur dafür zuständig sind, die Gesundheit der Bevölkerung so gut wie möglich zu gewährleisten. Jetzt sage ich es wirklich nach bestem Wissen und Gewissen. Und wir reduzieren mal die Dokumentation und die ganze Organisation und die ganzen Vorgaben. Dann hat der Arzt auf einmal viel mehr Zeit. Und jeder denkt sich, ist das genial? Der hat nicht 8 Minuten, jetzt auf einmal nimmt er sich 20 Minuten Zeit. Das würde erstmal ein Raunen geben. Was macht die mit mir? Den interessiert jetzt auf einmal alles. Ja? Also weil alle orthopädischen Sachen oder alle internistischen Sachen. Ja, wäre das nicht toll? Ja, natürlich wäre das toll. Aber da muss man ihn auch befreien. Weil wenn ich überlege, wie sehr auch die Dokumentation, also die Bürokratie Zeit frisst,
dann brauche ich mich nicht wundern. Man hat ja trotzdem nur 24 Stunden. Ja? Und irgendwo muss es ja auch in einem bestimmten Rahmen sein. Auch das ist völlig überhand gelaufen. Das ist der nächste Punkt. Und man muss es ja immer wieder melden, wie die Zahlen sind. Also dieser ganze Bürokratismus. Ja. Und das wird den Patienten abgezogen an der Zeit. Natürlich, ein paar Sachen muss ich dokumentieren. Ich bin keiner, der sagt, der Patient kann kommen zu mir und ich schreibe gar nichts mehr auf und gar nichts. Nee, das ist auch nicht richtig. Sondern so ein bisschen nachvollziehen. Aber der Umfang ist um ein Zigfaches über das normale Niveau hinausgegangen. Und da ist nicht nur ein Sinneswandel, sondern da muss ein Systemwandel entstehen. Mein Sinneswandel, da sind sich relativ viele wahrscheinlich einig oder auch kompromissbereit, aber es passiert nichts. Und wenn das nicht geschieht, und da hoffe ich auch, das habe ich auch in meinem Buch, die Energieformel, ist ein Plädoyer für eine neue Medizin, und im Sinne der Patienten, dass denen mehr Zeit gewidmet wird, mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, mehr Möglichkeiten, wieder nach den Ursachen der Erkrankung zu suchen. Wenn die Patienten auch aufstehen und sagen, Moment mal, das ist nicht die Medizin, für die ich auch zahle, weil manche zahlen wirklich viel Krankenversicherung und sagen mit Recht, wo geht denn das hin? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz genau. Also das wird mir nicht, außerdem hat er keine Zeit, brauche ich überhaupt noch zum Arzt gehen, weil ja, bringt mir ja nichts. Wenn die Patienten irgendwann vielleicht auch, lassen sich dann die Ärzte auch und die Therapeuten animieren, zu sagen, nee, wir wollen ein anderes Gesundheitssystem und das muss jetzt umgesetzt werden, dann passiert was und nicht zum Wohle irgendwie einzelner Leute, sondern zum Wohle der Patienten. Das muss die Richtung sein. So wie ich als Arzt ja überlege, wie kann ich meinem Patienten helfen, damit er wieder gesund wird, damit er seine Gesundheit behält. So müsste das System ausschauen. Was muss geändert werden, dass das für die Patienten wieder gut ist? Und diese Denkweise ist im Moment nicht gegeben. Korrigier mich bitte, wenn ich falscher Annahme bin, aber das ganze Medizinstudio wird ja von der Pharmazie vorgegeben, wie es auszusehen hat. So habe ich das mal geschichtlich gelesen. Korrigier mich einfach, sprich mir rein. Würde ich jetzt nicht so beschreiben. Mhm. Ich habe mich ja im Rahmen, ich habe den Studiengang für Komplementärmedizin, Naturheilverfahren in Deutschland zum ersten Mal etabliert. Und da habe ich mich natürlich auseinandergesetzt, zum einen mit der Struktur des Medizinstudiums, so wie ich es auch erlebt habe, und auf der anderen Seite mit Ausbildungen, naturheilkundlich, Neuraltherapie, Osteopathie und so weiter. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns ist es die Vorklinik bis zum Physikum, das sind die ersten 4 Semester, die sind schon sehr geprägt, da spielt Pharmazie gar keine Rolle, weil da geht es nur um Anatomie, also Aufbau des gesamten Körpers, Histologie, Aufbau der Zelle, physiologische Abläufe, vegetatives Nervensystem ist genau das. Oder auch die Biochemie, die Hormone werden da auch besprochen. Das, was wir vorhin mit den Stress- und Regenerationshormonen hatten. Also dieses Wissen haben wir eigentlich, ja. Und das sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, null Einfluss durch die Pharmaindustrie. Da müssen sie ja viel mehr machen. Also das ist da völlig losgelöst. Ja. Da gibt es auch nie irgendwie die Möglichkeit, und das ist sehr schade, zum Beispiel bei der Biochemie könnte man das machen, theoretisch, besteht aber nicht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es so, dass ab dem 7. Semester erst, wir haben 12 Semester Medizinstudium, also sprich 6 Jahre, und ab dem 7. Semester, das heißt, erst nach dem 3. Jahr fängt bei uns die Pharmakologie an, also die Pharmakologie, Pharmazie, und dann später die Toxikologie, da werden dann auch nochmal, geht auch nochmal in Richtung Pharma, da beginnt es eigentlich erst. Mhm. Also ich würde das nicht so sehen. Weil ich den Zusammenhang noch bringen wollte, dass eigentlich eine Pharmazie auch nicht verantwortlich ist für die Gesundheitserhaltung, sondern es ist dazu da, kranke Menschen wieder gesund zu machen. Oder zumindest eigentlich die Krankheit bestmöglichst zu unterdrücken. Ja. Ja, und das ist natürlich schon auch ein Interessenskonflikt einerseits, finde ich. Ja. Eigentlich sollten wir daran Interesse haben,
ein Gesundheitswesen zu etablieren, dass die Menschen gar nicht in die Krankheit fällt. Absolut richtig. Und ich meine, da habe ich mal kürzlich so eine Dauersatir-Sendung gemacht. Da müssten wir eigentlich alle irgendwie Vorschriften kriegen. Du hast jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Mhm. Du hast einen D3-Pegel. Du darfst nur noch Rohkost essen. Mhm. Weiß Gott was. Ja, ja. Alle diese wunderbaren Vorschriften, die eigentlich unser Milieu betreffen und nicht eigentlich nur den Fokus auf den Erreger haben. Das wäre doch meiner Erachtens etwas, was, aber was braucht es, um so ein System neu aufzubauen? Also man müsste unter anderem im Medizinstudium die Prävention, also welche, so wie ich in der Pharmazie oder in der Pharmakologie erklärt bekomme, wenn ein erhöhter Blutdruck ist, dann gibt es die und die Wirkstoffe, die den Blutdruck senken. Ja? Was ja per se nicht schlecht ist, weil hat einer eine hypertensive Krise, das heißt, hat er extrem hohe Werte, dass er jeden Moment einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag hat, dann sind für mich die natürlich Mittel dabei, die brauche ich. Perfekt, ist genau. Super. Ja. Auf der anderen Seite, aber was es gar nicht gibt, ist, was kann ich machen, damit meine Patienten oder, die sind ja zu dem Zeitpunkt noch nicht Patienten, sondern meine ratsuchenden Menschen, nenne ich es jetzt mal wirklich neutral, die zu mir kommen, was kann ich denen bieten? Was kann ich denen für Tipps geben, für Empfehlungen, wie sie ihr Leben gestalten? Das ist. Aber wer soll denn diese Ärzte genau dieses Wissen vermitteln? Mit welchem Interesse sollte eine Organisation das vermitteln? Diese Prävention? Ja, klar. Wo nicht pharmazeutische Lösungssysteme angeboten werden. Ich bin mir sicher, da gibt es genügend Ärzte, die das gerne machen würden, die das vermitteln möchten und auch können. Ja, weil die leben das, es sind sehr wenige, es sind immer die, die selber, ähnlich wie wir, eine Privatarztpraxis haben. Das heißt, wir nehmen uns die Zeit und haben einen gewissen Spielraum, mehr Zeit für den Patienten zu erübrigen. Und weil die ja ganz klar sehen, was man alles bewegen kann. Und ich glaube, also von der Manpower her wäre das nicht das Problem. Also, dass wir Referenten oder Experten in diesem Bereich. Wir haben welche. Wir haben sogar auch in München wirklich tolle Experten, die für Rehabilitation, aber jetzt im Positiven und Vorsorge zuständig sind. Das Professor Hallecker zum Beispiel, der immer Bewegung und überall schreibt, wichtig Bewegung ist und so. Nicht im Nachhinein, sondern was man alles machen kann. Ja? Und das sind so Besonderheiten. Es gibt genügend, die eine Vorlesung halten können, aber wir müssen viel mehr Raum denen zur Verfügung stellen. Und wir müssen konkret den Studenten dann sagen, okay, hast du so einen Patienten, dann hast du die und die und die Möglichkeiten. Ähnlich wie bei den Wirkstoffen, die ich vorhin gesagt habe, beim Bluthochdruck, dass ich weiß, welche Möglichkeiten habe. Aber das ist leider nicht der Fall. Also so ein bisschen mehr auch interdisziplinär zusammenzuarbeiten, oder? Aber da müsste man ja auch einen Patienten mal abgeben und sagen, ich gebe dich meinem Kollegen weiter, oder? Ja, die Tendenz ist fast noch anders. Wir haben aufgrund unserer Spezialisierung, wir sind im Medizinstudium schon so in die Tiefe eingetaucht und später in der Facharztprüfung oder in der Facharztausbildung sind wir auch sehr spezialisiert. Also von diesen relativ, sage ich noch, einigermaßen breiterem medizinischen Wissen. Nach dem Medizinstudium geht es dann in die Facharztausrichtung. Und dann gibt es zum Beispiel bei den, nehmen wir mal den Teil der Internisten, ja, wir gehen dann nochmal zum Kardiologen, ihre Facharztausbildung. Das heißt, der Blickwinkel wird immer geringer und es wird auch nichts anderes gefordert. Von dem Kardiologen wird nur gefordert, der soll bitte den Blutdruck einstellen, das Herz anschauen, um vielleicht hier noch Ultraschall der Halsschlaggefäße, das war's dann, ja. Also das ist die große Abklärung, das soll er machen, Belastung, aber nicht, bitte nicht, jetzt auch noch die Schilddrüse machen, weil Schilddrüse haben wir einen anderen Spezialisten, ja. Mhm. Spezialisten sind gut, mit Sicherheit, ich nutze sie auch, ich bin froh, dass wir wirklich gut fundierte Spezialisten haben, aber was uns fehlt, sind diejenigen, die in die Breite denken, die sagen, ah, okay, das Herz, alles in Ordnung, aber diese Herzschläge oder das, was der Patient spürt, kann vielleicht von der Schilddrüse kommen, ja, bei einer Schilddrüsenüberfunktion hat. Und das muss ich im Blick haben. Eigentlich der klassische Hausarzt, der klassische Allgemeinmediziner. Aber bei 8 Minuten kann ich nicht groß da wechseln zu dem. Zumal ich ein Budget habe, der Patient sollte am besten nur einmal im Monat kommen, weil dafür ist das Budget vorgesehen, dass er nur einmal im Monat kommt. Kommt er zweimal, ist es schon blöd.
Ja, und das ist einfach nicht vorgesehen. Ja. Und darum plädiere ich eigentlich, für mich ist das Wichtigste, eine zeitorientierte Vergütung. Ja, das heißt, so viel Zeit, wie ich für den einzelnen Patienten brauche, so viel bekomme ich. Mhm. Egal, was ich mache, ob ich mit dem spreche, ob ich denen Tipps gebe, ob ich den vielleicht untersuche. Klar, wenn ich untersuche, teure Untersuchungsgeräte habe, muss man das mit einspielen. Aber im Großen, ob ich den manuell behandle, Chirotherapeut oder was, oder Akupunktur. Akupunkturnadeln kosten, ich glaube, das war 2-3 Cent. Ja, das macht es nicht aus. Aber die Zeit, die Anamnese, mit dem Patienten zu sprechen, was er für Symptome hat, sich Gedanken zu machen, die Akupunkturpunkte auszuwählen, die Nadeln zu setzen, vielleicht bei den Patienten zu bleiben, weil er Angststörung hat und sagt, mir ist wohler, wenn jemand da ist. Die Zeit ist es. Und wenn ich danach vergütet werde, oder zumindest dem einen viel, viel größeren Aspekt in dieser gesamten in den ganzen Gesundheitsthemen beimesse, dann habe ich die Möglichkeit, dass der Patient sagt, ich habe echt das Gefühl, so, jetzt werde ich behandelt und der nimmt sich die Zeit und der hat einen Plan, der hat sich die Zeit gemacht, einen Plan mit mir zusammen zu machen und der macht was und ich habe auch verstanden, was ich jetzt machen muss und jetzt starten wir. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Ich bin mir sicher, dass viele Erkrankungen dadurch viel, viel leichter, viel schneller und besonders mit einer viel höheren Zufriedenheit dann möglich werden. Das ist eigentlich ein einfacher erster Schritt, wo man unglaublich hohe Wirkung hätte. Ja, mit Sicherheit. Und das kostet nicht alle Welt. Nee. Letztendlich ist die Rechnung unterm Strich wahrscheinlich viel besser. Ja. Nur durch diesen einen einfachen Schritt. Ja. Ich würde mir wünschen, wir könnten das irgendwie steuern, dass das wirklich in diese Richtung geht. Aber es wäre wenigstens ein einfacher Lösungsansatz. Ja. Danke ganz herzlich. Sehr gerne. Ich kann nur daran appellieren, dass man aufsteht und sagt, nee, Leute, das ist nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Ja, man hat ja die Chance, solche Ärzte zu finden, aber da muss man in Deutschland zumindest immer wieder in die Privatpraxis halt gehen und die Kosten selber tragen. Ist halt so, aber dafür hat man wirklich auch eine individualisierte Medizin und die größte Hoffnung natürlich, dass dann auch die Heilung geschehen darf. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles von Herzen Gute und Dankeschön. Danke, dass du uns bereichert hast. Danke. Und hoffentlich auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, dass Sie uns durch diese philosophische halbe Stunde durchbegleitet haben, mitbegleitet haben. Vielleicht kennen Sie auch noch andere Ansätze, die sehr wichtig wären, hier anzusetzen, um hier dein Gesundheitswesen zu etablieren, das wirklich auch dem Menschen die gebührte, die ihm zustehende Zeit auch wirklich zugestanden wird, damit man ihn ernst nimmt und das Problem erkennt und dieses vernetzte Denken überhaupt stattfinden kann. Nämlich das können die Ärzte, darüber sind sie ausgebildet. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.